Egal, leg mal los. Alter, was geht ab, Leute? Team Ault hier. Heute mal mit einem Tipp direkt. Und zwar OCG Bandlist. Wurde angekündigt. Ja, haben wir ein bisschen verpasst, aber immer noch interessant, weil man kann immer ein bisschen spekulieren, was dann bei uns passiert. Ausgehend davon schauen wir uns die mal kurz an. Also, genau, wann ist sie rausgekommen? Ist vor ein paar Wochen rausgekommen. Semi-limitiert zu einfach limitiert Super Rejuvenation. Das ist diese, wo man in NPC Tree ist, discardete Dragon Monster. Genau, dann Limited. Warte, die war semi-limitiert in OCG, oder? Ja. Yeah. Jetzt ist sie limitiert. Jetzt ist sie limited, vorher war sie semi. Halb limitiert. Ja, genau. Aber man hat sie nicht gespielt, oder? Nee, man hat sie nicht gespielt. Ich denke, die wollen dadurch Blue Eyes pushen, oder? Und limitiert zu semi-limitiert Wall of Revealing Lights. Das ist die, wo man, glaube ich, 1000 zahlt und dann die Monster können da nicht angreifen mit dem, was du zahlst. 1000 Ice Restrict und Sangan. Fangen wir mal an mit semi-limitiert zu limitiert. Also wie gesagt, Super Rejuvenation. Hat man vorher nicht gespielt im Drachendeck? Weiß ich nicht. Hast du im OCG mal die Decks angeschaut? Ich habe mir sie im OCG mal angeschaut. Ja. Man hat es nicht gespielt. Obwohl man eigentlich ziemlich viel Speed hat mit Card of Consonance, Trade-In und so weiter. Aber das Problem ist natürlich, man sieht es halt in der Endphase. Ne? Also die Karten kann man dann nur später verwenden. Die nächste Frage ist ja, man muss ja irgendwas opfern. Also nicht opfern, was sagt die Karte genau? Wenn man den abwerfen oder Tributen. Abwerfen, genau. Aber das macht man ja eigentlich im Blue Eyes Deck schon oft, oder? Natürlich, du wirst mit Trade-In ab, du wirst die Steine ab. Also auf jeden Fall hast du da ein paar Karten, die du in der Runde ein paar Mal abwirfst. Der Unterschied aber zu E-Drinks, wieso das vielleicht nicht so stark ist, ist, dass die E-Drinks das im Friedhof wiederverwerten konnten und ihr Friedhof aufbauen konnten und Blue Eyes kann das eben nicht, die brauchen das in der Mainphase halt. Und da ist es vielleicht nicht ideal. Ja, aber trotz alledem zieht man ja eine Endphase. Genau, man zieht also, eine Endphase. Ja, eben. Ja, aber da hat man es ja in den E-Drinks auch so gespielt. Und warum sollte man es nicht bei den Blue Eyes spielen? Das meine ich. Ich glaube auch bei den Blue Eyes, ich sag mal, da will man auch, ich weiß nicht, ob das eine von den Strategien ist, aber Blue Eyes willst du ja auch nicht unbedingt ziehen. Die Steine, die willst du immer in den Friedhof bekommen. Und ja, also von dem her, und du spielst auch nicht so viele Steine, 3 Steine. Ja, also ich habe bisher noch kein Deck gesehen, was es gespielt hat. Nein, du hast ja gesagt, dass sie die Karten im Friedhof wiederverwerten können, die E-Dragons, ist ja klar. Aber du wirfst ja trotzdem, bei den Blue Eyes wirfst du trotzdem die Karten in den Friedhof. Weißt du, was ich meine? Da kann man ja trotzdem ziehen in der Endphase dann. Also ist ja egal, ob ich es da verwerte oder nicht. Das ist halt das, weißt du? Man macht ja dadurch eigentlich auch wieder Plus, weil du wirfst, wie du schon sagst, Trade-In spielt man, Card of Cousonance, dann ist eine wirft man noch auch ab, wo du sagst, ziel ein Monster auf dem Feld an, oder? Welcher ist den Sage? Aber der Sage ist Magier, Sage ist kein Drache. Achso, der ist Magier. Also da geht es nur auf Trade-In oder auf Card of... Nein, aber da geht es auf Karten und Konsolen eigentlich auch nicht, oder? Doch, du, das Card ist ja der... Welche wo sind denn Drachen? Der Stein. Nur der Stein, oder? Der Stein, aber der ist, Magier, der Sage ist okay. Spellcaster. Aber dann hat man ja doch nicht so viele Ziele vielleicht, deswegen spielt man Karte ja nicht. Also das wäre eher so der... Tributen tust du ja eigentlich gar nicht, das Karten tust du halt nur. Also, ich glaube, man spielt das Deck sehr auf Konstanz. Also die Karte hat man vorher in keinem einzigen Bild, habe ich die gesehen. Also ich glaube, da die wird auch jetzt nicht gespielt werden. Also in Japan ist sie auf 2 zurückgekommen und keinen hat es interessiert. Denkt ihr, sie kann bei uns jetzt dann zurückkommen auf 1? Ich denke schon, weil ich sag mal, Blue Eyes ist bei uns erstens nicht so stark. Zweitens wüsste ich nicht, in welchem Deck die so unglaublich gut sein sollte. Dadurch, dass man in der Endphase die Karten zieht, ist es, sage ich mal, in der Mainphase ist viel zu heftig, also das wäre viel zu brutal. Dadurch, dass es in der Endphase ist, ist sie einfach stark limitiert. Ich glaube nicht, dass sie bei uns nochmal stark in Erscheinung kommen würde. Solange die E-Dragons nicht draußen sind, wird die Karte kein Ding mehr spielen. Die Karte war auch nur den E-Dragons echt gut, weil man ja durch die dann die Handtraps gezogen hat, wie Maxi oder Wailer. Ja? Dadurch hat es ja die Karte gut gemacht, deswegen hat man sie ja gespielt. Ja? Deswegen mit Handtraps ist die Karte schon gut, aber wenn nicht, dann nicht. Limited to Semi-Limited, das heißt, war auf 1, ist es auf 2. Wall of Revealing Light war auf 1,
jetzt auf 2. Hat man die gespielt in Japan? Nee, überhaupt nicht. Also die hat man früher vor 10 Jahren, glaube ich, mal in Burner irgendwie gespielt oder sowas. Aber sonst... Self-Destruction-Button, ja. Aber da gibt es auch andere Karten, sag ich mal, womit man sich tot sein kann. Also von dem her, und wer selbst in Motecabilis man sie einmal spielen, also ob sie einmal oder zweimal ist, also macht keinen Unterschied. Also nicht relevant eigentlich, oder? Da sieht man jetzt, das hat man das tausendäugige Opfer auf 1 gebracht, jetzt oder schon länger in Japan auf 1 und jetzt ist er auf 2. Also Nico hat vorhin noch in ein paar anderen Videos erwähnt, dass ihm aufgefallen ist, dass keiner spielt, genau. Ja, also wir haben bei den Deck-Ratings gesehen, viele spielen Instant Fusion, aber kein 1000 Eyes Restrict. Ich weiß nicht, ob das unwissentlich ist oder wissentlich, weil, sag ich mal, was natürlich da ein bisschen blöd ist, dass es halt ein zielender Effekt ist. Viele Karten können nicht angezielt werden derzeit, wie zum Beispiel bei Cosmo die Monster oder die Magispector. Also von dem her 1000 Eyes Restrict. Ich weiß nicht, ob die gehypt wurde, was wir da im Video gesagt haben, aber hatte nicht so die Erscheinung, wie man vielleicht gedacht hatte. Noch dazu darf man ja nicht angreifen, ja, und das kann auch den Gegner eigentlich auch als positiv oder beziehungsweise als Ding nutzen, also ist die Karte auch nicht so gut, jetzt ist sie auf 2 in Japan, keine Ahnung. Und der extra Platz im extra Deck ist natürlich auch, da ist sehr wenig Platz vorhanden. Man muss auch bedenken, die meisten haben ja Norden auch einmal gespielt, obwohl sie dreimal Instant Fusion gespielt haben. Wieso sollten die jetzt 1000 Eyes Restrict zweimal spielen, wenn sie mehrere Instant Fusion spielen? Also von dem her, wenn man sie spielt, wird man sie, denke ich, einmal spielen, zweimal wird man sie nicht reintun. Kommen wir zur letzten Karte, Sangan mit dem Errata. Spielt man den in Japan? Ich glaube nicht, weil du kannst ja den bei Pendel, wenn du ihn abhängst, kommt ja der Effekt nicht, ne? Nee, also von dem her... Du weißt, bei Exceed meinst du? Genau, bei Exceed, kommt der Effekt nicht. Also von dem her spielt man ihn eigentlich nicht. Sangan ist ja auch jetzt bei uns, also im TCG auch auf 1. Und, oder? Ich glaube, der ist noch verboten. Ist immer noch verboten. Ich dachte, er würde ja wiederkommen mit Merata. Achso, dann Ding. Aber ja, also wir gehen davon aus, dass er kommt mit dem Errata, ja, aber ich denke, dass er nicht relevant sein wird. Ich glaube, er ist auch noch zu langsam einfach, weil man dann in der Endphase oder irgendwas in der Endphase sucht oder so, keine Ahnung. Vielleicht, wenn überhaupt, vielleicht irgendwie so Antidecks, Endphase, irgendwas suchen, sowas vielleicht. Aber jetzt sage ich mal, in Metadecks ist er einfach zu langsam, schätze ich nicht, einfach weil es halt mit den Exceeds, seine Zeit ist eigentlich schon vorbei. Also die Liste ist sehr schwach, sehr wenige Karten, ja. Sehr viele irrelevante Karten. Also das Meta scheint sehr ausgeglichen bei denen zu sein. Wie ist der Vergleich so zu unserem Meta? Was kann bei uns passieren? Also ich finde, das Meta beim OCG ist komplett anders als bei uns, weil, sag ich mal, da die Top-Decks sind jetzt, sag ich mal, Blue Eyes, DD, jetzt diese neuen Union-Monster, da habe ich jetzt noch nicht alle gesehen, was die alles können, aber die waren jetzt Tops, nachdem die rausgekommen sind. Cosmo haben die ja nicht. Dann, sage ich mal, Pendel und Monarchen wurde jetzt bei denen zerstört. BA auch mit Dante auf 1. Also die Decks, die bei uns stark sind, gibt es bei denen nicht. Gibt es bei uns, also wie gesagt, das... Die Decks, die bei denen stark sind, gibt es bei uns nicht und die Decks, die bei uns stark sind, gibt es bei denen nicht. Also komplett eigentlich anderes Meta, was ich schade finde, dass man das nicht vergleichen kann. Und es sind auch keine wirklichen Aussichten, dass da jetzt das Meta, dass wir uns da an die anpassen, weil das, glaube ich, das DD-Starterdeck ziemlich spät rauskommt. Bei Blue Eyes weiß man nicht wirklich, was da rauskommt. Also es scheint auch so, als würden wir uns da dem Meta in Japan nicht nähern. So ist es. Es gab mal eine Zeit, wo TCG und OCG zusammen waren. Ja. Die Zeit ist leider vorbei. Es geht jetzt echt unterschiedliche Wege. Ja. Japan war uns immer in Edition voraus. Das war schon immer so, wird auch immer so bleiben. Aber trotzdem hat man immer gesehen, was ist in Japan Meta, was könnte bei uns Meta werden. Das ist jetzt vorbei, sowas gibt es gar nicht mehr. Wir haben jetzt auch die TCG-Onlys. Die kriegen sie in Japan dann auch richtig, also auch später. Deswegen kann man nie so sagen, wie es bei uns ablaufen wird. Wir haben ganz anderes Meta, wir werden ganz andere Bandlist kriegen und ich denke mal, sowas wie im OCG wird bei uns nicht passieren, dass da wirklich so irrelevante Sachen auf uns zukommen. Also ich finde es schade, weil es hieß einmal, dass die Booster-Erscheinungen beschleunigt werden, dass die schneller rauskommen, dass man sich da annähert. Aber anstatt, dass man sich da annähert, gibt es da immer größere Unterschiede. Ja.
Und ja, das ist schade. Also sag ich mal, da bin ich auch gespannt dann wie Weltmeisterschaft, ne? Dann muss man sich da wieder anpassen. Also so internationale Turniere sind dann wieder schwierig. Ja, also ich würde es mal interessant finden, wenn beide ungefähr das gleiche Mittagessen hätten, wenn es nicht so unterschiedlich wäre. Ja, das war's von uns. Schreibt immer in die Kommentare, was ihr von der Bandless haltet zum OCG und ob es überhaupt was bringt oder nicht. Ja, ja, das war's von uns und Yu-Gi-Oh! Serious Business, meine Leute. Servus Jungs, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab, checkt unsere Sponsoren ab. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.